Letzten Mittwoch schwangen die Ölfutures auf und schlossen auf einer bisher monatshöchsten Marke. Um dies zu diskutieren, ist Eugen Weinberg, Leiter von Rohstoffanalyse der Commerzbank in Frankfurt, an der Leitung. Was hat den Anstieg hervorgerufen? Wird er sich fortsetzen? Obwohl der gestrige Aufschwung einen monatlichen Grund hatte, wurde gestern auch ein wöchentlicher Bericht des Ministeriums für Energie veröffentlicht. Ich glaube aber, dass der wahre Grund einen fundamentalen Charakter hat. Die gegenwärtige Lage auf dem Ölmarkt rechtfertigt die hohen Preise. Dies wurde auch im jüngsten Bericht erwähnt, laut dem die Ölproduktion in voriger Woche wieder zurückgegangen ist, sodass das Angebot im Vergleich zum Vormonat nicht mehr so ausgiebig ist. Der US-Dollar ist neuerdings gegenüber vielen Währungen gesunken. Halten Sie es für eine vorübergehende Erscheinung? Im kurzfristigen Zeithorizont würde ich den Einfluss des US-Dollars auf die Ölpreise nicht übertreiben. Obwohl sich der Fed-Entscheid sowohl auf den Euro-Dollar als auch auf andere Finanzmärkte auswirken wird, sind wir vorwiegend auf die makrowirtschaftlichen Entwicklungen des Ölmarktes konzentriert. Wir untersuchen Anfrage und Angebot, Importe und Anlegeraktivitäten und können daraus schließen, dass höhere Preise ziemlich gerechtfertigt sein dürften, wenn sich der Dollar, wie wir erwarten, im späteren steigen wird. Wie sieht es mit dem Gleichgewicht von Nachfrage und Angebot in der nächsten Zeit aus? Zwar nicht in der nächsten Zeit, aber so sind die Erwartungen, die den Preis antreiben. Ich bin etwas überrascht, dass der Markt die Erwartungen der Internationalen Energieagentur nicht ernst nimmt, die letzte Woche veröffentlicht wurden, wo die Agentur zum allerersten Mal seit vielen Monaten für das zweite Halbjahr 2016 prognostiziert, dass der Markt nicht nur balanciert sein wird, sondern wenn auch OPEC mehr produziert, wird die Nachfrage nach OPEC-Öl zu diesem Zeitpunkt das Angebot übersteigen. Zu dem Zeitpunkt wird Erdöl viel Spielraum für Erholung haben. Also im Moment sind wir keine Anhänger des pessimistischen Lagers. Herr Weinberg, vielen Dank für Ihre Teilnahme und die gründlichen Kommentare. Und das war's für heute. Bleiben Sie mit Dokaskope TV für weitere Nachrichten und Interviews. Auf Wiedersehen.